Hallo, ihr werdet heute zwei Aufgaben zum Kreisring selbstständig lösen. Eure erste Aufgabe lautet: Kannst du dich an Joes Fischteich mit dem Radius 4 Meter und seinen kleinen Sohn erinnern? Sein Sohn ist nun schon 10 Jahre alt und kann bereits schwimmen. Aus diesem Grund hat Joe den Zaun um den Teich entfernt und möchte nun einen 60 cm breiten Weg rund um den Teich anlegen. Pro Quadratmeter benötigt man ca. 48 Kilogramm Kies. Ein Sack enthält 15 Kilogramm Kies. Wie viele Säcke muss Joe kaufen? Drücke nun auf Stopp und versuche diese Aufgabe selbstständig zu lösen. Ich habe hier eine Skizze für euch. Also, wir wissen vom Teich den Radius von 4 Meter. Das ist unser Radius R2. Außerdem wissen wir, dass der Weg 60 cm breit sein soll. Wir wissen jedoch noch nicht, was R1 ist. Deshalb berechnen wir uns im ersten Schritt R1. Also noch einmal, R2 ist 4 Meter. Um R1 zu erhalten, müssen wir zu R2 die 60 cm hinzurechnen. 60 cm sind umgerechnet auf Meter 0,6 Meter. Daher rechnen wir 4 plus 0,6 und das ergibt 4,6. Unser Radius R1 ist daher 4,6 Meter. Es geht darum, wie viele Säcke Kies Joe für diesen Weg kaufen muss. Daher müssen wir uns die Fläche berechnen. Die Formel hierzu lautet A ist gleich Pi mal R1 zum Quadrat minus R2 zum Quadrat. Wir setzen für R1 4,6 und für R2 4 ein und erhalten einen Flächeninhalt von rund 16,21. Da wir den Radius in Meter gegeben haben, ist unsere Fläche rund 16,21 Quadratmeter. Wir wissen, dass wir pro Quadratmeter 48 Kilogramm Kies benötigen. Daher rechnen wir im nächsten Schritt 16,21 mal 48 und das ergibt 778,08 Kilogramm für unseren gesamten Weg. Jetzt müssen wir noch herausfinden, wie viele Säcke Joe kaufen muss. Wir rechnen daher weiter 778,08 durch 15, da ein Sack 15 Kilogramm enthält. Das ergibt 51,87 und das ist aufgerundet 52. Joe muss daher 52 Säcke für seinen Weg besorgen. Eure zweite Aufgabe lautet: Der Zaun des kreisrunden Giraffengeheges mit dem Durchmesser 170 Meter eines Zoos muss erneuert werden. Damit die Besucher die Giraffen nicht unerlaubt füttern können, wird nach 1,5 Meter ein weiterer Zaun aufgestellt, sodass ein Weg zwischen Gehege und Besucherzaun für die Pfleger der Giraffen entsteht. Wie viel Meter Zaun muss der Zoodirektor kaufen? Fertige außerdem eine Skizze zum gegebenen Sachverhalt an. Drücke nun erneut auf Stopp und versuche diese Aufgabe zu lösen. Ich habe hier eine Skizze für euch. Wir wissen also, dass unser Durchmesser des Giraffengeheges 170 Meter ist. Das ist unser Durchmesser D2. Außerdem wissen wir, dass der Weg für die Pfleger der Giraffen 1,5 Meter breit ist. Wir sollen herausfinden, wie viele Meter Zaun der Zoodirektor kaufen muss. Es handelt sich daher um den Umfang. Wir berechnen uns im ersten Schritt unsere zwei Radien. Für D2 gilt, dass dieser gleichzeitig 2 mal R2 ist. Somit können wir auf R2 umformen, setzen für D2 170 ein und erhalten 85. Unser Radius R2 ist daher 85 Meter, da unser Durchmesser ebenso in Meter gegeben war. Für R1 rechnen wir 85 plus 1,5. Wir rechnen also R2 plus die Breite des Weges. Das ergibt 86,5. R1 ist daher 86,5 Meter. Nun können wir in die Formel für den Umfang einsetzen. U ist gleich 2 mal Pi mal in Klammer auf R1 plus R2. Wir setzen für R1 86,5 und für R2 85 ein und erhalten einen Umfang von rund 1077,57. Unser Umfang beträgt daher 1077,57 Meter. Um auf dieses Ergebnis zu gelangen, hätten wir uns im ersten Schritt nicht die zwei Radien berechnen müssen, sondern hätten sofort mit den Durchmessern rechnen können. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. D2, also den Durchmesser von 170 des Geheges, haben wir gegeben. D1 wissen wir noch nicht. Deshalb berechnen wir uns zuerst D1.
Um die 1 zu erhalten, errechnen wir 170 plus in Klammer auf 2 mal 1,5, da wir hier 2 mal die Breite des Weges hinzurechnen müssen. Das ergibt weiter 170 plus 3 und das ergibt schlussendlich 173. Unser Durchmesser D1 ist daher 173 Meter. Nun können wir mit dieser Formel weiterarbeiten. U ist gleich D1 mal Pi mal D2 mal Pi. Das können wir machen, da wir wissen, dass D immer 2 mal R ist. Hier können wir weiter Pi herausheben und erhalten U ist gleich Pi mal in Klammer auf D1 plus D2 in Klammer zu. Hier sehen wir, dass dieser Ausdruck dasselbe wie dieser ist, nur dass wir eben für 2 mal R D eingesetzt haben. Wir setzen weiter für D1 173 ein und für D2 170 und erhalten somit ebenfalls einen Umfang von rund 1077,57. Deshalb beträgt unser Umfang auch hier 1077,57 Meter. Der Zoodirektor muss aufgerundet 1080 Meter Zaun kaufen, da wir bereits wissen, dass man Zaun nur in 5er Schritten erhält. Ich hoffe, ihr konntet diese Beispiele selbstständig lösen oder habt den Lösungsweg verstanden. Bis zum nächsten Mal.